Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play Enix, mit mir den Pyrus, wir machen weiter. Wir sind hier immer noch dabei, die ganzen Scheiß, ja, die Commanders hier abzutöten. Aber fangen wir hier mal weiter. Und das ist wohl, ich glaube, einer der beschissensten Nervensquests, die wir jetzt hier im Spiel haben. Also das ist aber nochmal ein bisschen bald dober, weil die ganzen Kampfroboter hier aus sind. Letzte Folge haben wir da irgendwie, keine Ahnung, das irgendwie durch Zufall geschafft, weil die zum Glück günstig standen. Und ich finde, ja, die Quest verdient es nicht. Also ganz ehrlich, danke. Lebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich. Und wir haben mittlerweile auf einfach gestellt, weil, also ihr wundert euch nicht, wenn die Energieleiste nicht mal runtergeht, die Ausdauerleiste. Vereinfacht das ein bisschen zumindest. Ja, okay. Ist nicht schlimm, wir können nochmal neu laden. Krieger. Danke. Krieger, yay. Erfolg genug Monster gekillt. Obwohl, wir müssen noch nicht neu laden, oder? Noch nicht, gleich. Und es ist so, wir müssen jetzt die Commanders killen und das ist, glaube ich, das ist halt eine, mit einer nervigsten Quest. Die ergibt natürlich storytechnisch extrem viel Sinn, weil. Wo denn? Denn schießt er aber nicht auf mich, oder? Nee, ich glaube nicht. Darf er nicht einfach jetzt hier lang gehen, wird er mich niemals merken. Alles in Ordnung. Alles in Butter. Was ist denn da? So. Und man, es fühlt sich ein bisschen, auch ein bisschen komisch. Was? Eisnagel? Was tun wir denn? Ach so! Okay. Ich hätte dich nur eben nicht erkannt wegen dem ganzen. Ah, hier sind keine Kampfsoldaten. Kampfsoldaten. Ah. Ich kann machen. Was ist denn da? Hier Kampfroboter. Und lange. Ja. Es ist. Ja, es ist natürlich hier klar. Es ist klar. Natürlich, man, es reicht auch nicht drei Gegner, nein. Wir sind Piranha-Beißer, wir müssen 1000 einbauen, ja. Okay, laden wir kurz neu, weil Schneepass, ne, Schneepass haben wir dann uns genommen. Ich werde ganz kurz hier wieder hingehen, wir müssen wieder Energie regenerieren. Und, oh. Es tut mir leid für die Folge, ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn diese Folge ein bisschen ragevoller vielleicht sogar wieder wird. Es ist... Ich verstehe dieses Design. Ich versuche das auch zu verstehen. Ich glaube, man hat sich da gedacht. Und ich glaube, von der Story-Seite her ergibt das alles Sinn. Nur es ist einfach saunervig. Das ist das Problem. Von der Story-Seite ergibt dieses Design Sinn. Aber jetzt gameplay-technisch wurde dieses das nicht so geil umgesetzt. Und ich finde, warum hat man nicht eine Schlacht gemacht, wo man am Ende gegen alle Commander kämpft? Da hätte man gesagt, okay, alle Kommandanten tot, die haben die alle in eine Schlacht und das wäre dann gut gewesen. Es wäre dann vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist besser als immer noch das hier. Weil, ja, ich meine, es ist möglich und man kriegt das ja auch immer irgendwie noch hin, aber... Wollte man nicht da auch ein bisschen, sollte es nicht auch ein bisschen nett und cool sein oder ja, ja, keine Ahnung. Empfehle sofortiges Entfernen. Ja. Kein machen, dann kommen wir nie weiter. Er schießt halt unrecht. Warte, ich hab eine Idee. Jetzt kann ich ja rollen, wie ich will. Warum nutze ich das eigentlich nicht? Er schießt trotzdem, weil er zu weit weg ist. Es ist geil. Es ist so geil, Alter. Und dann markiert er so dumm, dass ich den nicht mehr sehen kann. Na, wie geil. Ich kann nämlich rollen, ja, ich muss es nutzen. Ich glaube, ganz ehrlich, ich empfehle euch, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, ne? Egal, wie hart ihr seid oder...
Jetzt halt dein Maul, warum ist einem länger Wasser sein? Mach das einfach so. Stell es auf die leichteste Schwierigkeitsstufe, dann ist die Mission ertragbar. Nicht gut. Nicht gut ertragbar. Weil es ist dann möglich, das zu schaffen. Es ist natürlich. Es ist sehr schade. Bin ich ehrlich, ganz ehrlich. Es ist sau schade, dass man mit. Weil eigentlich tue ich sowas halt sau ungern, ne? Und wir müssen wieder los. Warte mal ganz kurz nochmal. Genau. Na, aber macht es. Tut euch und eurer und euch für den Gefallen und macht das so. Das macht halt dann. Ja, macht dann mehr Sinn. Weil. Oder stellt das Schilderspiel gleich von Anfang an, bevor ihr startet auf einfach. Es ist kein Gameplay-Highlight. Und ich habe es jetzt ja auch gemacht auf einfach. Und es ist auch dann besser, ganz ehrlich. Es ist wirklich ein besseres Spielerlebnis. Ja, die Gegner sind noch schwer genug. Und zweitens, ja, dann ist es ein bisschen einfacher. Verkommt ihr auch hier und da ein bisschen schneller durch. Aber ihr solltet Elex, wenn ihr euch das E-Spiel kauft, nicht als ein Gameplay-Spiel sehen, meiner Meinung, sondern eher als ein Story-RPG-Game. Wirklich mit Hauptfokus auf die Geschichte. Und ja, ein paar Nebenquests. Weil die waren alle cool. Okay, jetzt die Nebenquests sind jetzt ein bisschen mit den Gefährten. Und dann ist wieder die Ratte, sehr schön. Finde ich ja, finde ich ein bisschen, ja. Aber okay. Hinterhalt. Ein Hinterhalt von hinten halt. Ein Hinterhalt von hinten halt. Du gehst mit dir auf den Tag, oder? Nein. Oh, weil dein Partner gekillt hat. Das ist so emotional für dich gewesen. Danke. Weil so kann man einfach drauf prügeln wie ein Blöder und alles gut. Und das war. Ah, das war eins von den Viechern. Ah, ja. Macht mir alles Geld. Gibt mir alles Geld der Welt. Lalalalala. Gib mir alles Geld der Welt. Didididididididid. Genau. Ich kann ja, ich muss das, ja, ich glaube, jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Langsam. Ja. Gut, wenn wir den Kampfroboter vorbeikommt, geht es am besten. Und ja, Kampfroboter auf jeden Fall um jeden Preis vermeiden. Gegen alles eher kämpfen als gegen einen Kampfroboter. Was halt sehr schade ist, ich stelle mir so einen Kampf gegen Kampfroboter halt auch lustig vor. Aber der ist ja halt nur auf Nahkampf, auf Fernkampf ausgerichtet worden. Ja, aber, ja. Da brauchst du aber nicht. Du brauchst sowieso auf jeden Fall eine Schusshilfe, wird es dann sogar besser gehen. Vielleicht kann man es auch besser lösen, ne? Und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Vielleicht. Wir können auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es gemacht habt. Würde mich natürlich wie immer auch eher sehr interessieren. Rein und springen. Wo ist er? Da. Wo ist er denn? Wo denn? Hör auf zu blocken. Genau, und raus. Speichern und laufen. Wo laufen? Nö. Und laufen. Ja, kämpft mal bis zum Ende. Mal gucken. Müsste eigentlich von der hier erreichen. Ach, der wird getötet. Ja, okay. Ah, okay. So ist die Quest angenehm. Ah, so ist angenehm. Na klar. Also wenn Energie noch weniger. Also ganz ehrlich, würde ich einen sehr leichten Modus geben, würde ich sogar ich sagen. Ich nehme einen sehr leichten Modus. Ganz ehrlich, weil. Ne. Schade, dass es ihn nicht gibt, aber ich glaube, den gibt es, aber muss man dann. Das, ey, das ist so krass so näher. Muss ich ja jetzt echt dann. Naja, komm. Ganz ehrlich, ich kämpfe nicht. Ja, okay. Da ist noch einer von den Dingern. Oh, hier ist der Kampfroboter. Hi, Kampfroboter. Ah, ich hasse diese Mission, die ist so schrecklich. So ist jeden ertragbar.
Ist aber so traurig, dass man auf solche Mittel zurückgreifen muss, damit es überhaupt irgendwie funktioniert. Also ganz ehrlich. Also ich finde das schon schade. War ganz da. Wir kommen mit Minischritten zum Nähe. Wir kommen wir näher mit Minischritten. Oh, aber ist er eigentlich durch, ja, ne? Ah, ne, der ist nicht geplündert. Ist der geplündert? Ne, der ist nicht geplündert, ne? Mist, kann er. Ah, gut, warte, wir können aber hingehen. Ist egal. Aber wir haben jetzt ja voll Energie, das ist ja nicht relativ easy gewesen. Wir gehen mal zum Schneepass und plündern den. Der hat auch keine Kampfroboter. Ich glaube, der eine war der schwerste. Ja, muss ein bisschen. Man muss beim Spiel aus ein bisschen so ein bisschen um die Ecke denken. Spiel ein bisschen austricksen, dann gibt's auch. Ja, und sonst guckt euch Guides an, wenn der, wenn, oder so, guckt euch das ja an, oder guckt euch dann Guides an. Bei dem Spiel manchmal sogar vielleicht empfehlenswert, dann, ja, wenn man durchkommt. Und es ist so schade, dass ich das auch erwähnen muss. Das ist so schade. Also ganz ehrlich, wenn das Kampfsystem besser wäre, wenigstens, oder simpler. Vielleicht nicht mal besser, vielleicht nicht mal, vielleicht einfach Funktion. Ich würde mir echt wünschen, für Elex 2 Funktion streichen, dass man von mir aus nur ein bisschen kämpfen kann. So, und das war's. Würde mir, glaube ich, auch reichen. Ich bin nicht ein, wenn ich jetzt ein, warte, ich hab's, weil du mich nicht treffen kannst, ich hab's, weil das ein, deine Designentscheidung war von den Entwicklern. Ja, natürlich. Hä? Wieso ist sie weg? Okay, war mal weg. Hat zwar cool gedrückt, aber nicht getroffen, weil. Runde. Wie macht der Kampfroboter denn mit? Hey, ich komme da immer nicht auf vorbei. Natürlich. Jetzt kommen wir nicht mehr vorbei, oder was? Na klar. Jetzt kam ich an den Kampfroboter nicht vorbei. Er hat mitgemischt. Warum? Weil er da lang geflogen ist oder wie? Ach, man. Da muss ich da überhaupt noch hin. Ja, ne. Warte. Wo ist denn der eigentlich? Der bewegt sich nämlich überhaupt nicht. Ja, geil. Es ist so. Nee, würde es das Kämpfen nicht geben, wäre das tausendmal besser. Das ist das Traurige. Also ich würde schon ED2 werden wir sowieso spielen. Also ich werde auch Piranha bei. Können auch gerne die anderen. Ich habe die anderen Risen habe ich ja auch. Die können wir auch gerne nochmal spielen. Gothic habe ich auch. Gothic. Da werde ich mich jetzt nicht zu. Weiß ich noch nicht. Das sage ich auch noch nicht zu. Das müsst ihr mal abwarten, ob ich das mache. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich das. Je nachdem, wie ich. Was denn? Ich bin am Rand, ne? Oder will er mir jetzt sagen, dass die mich gesehen haben, alle? Ernsthaft. Okay, wir haben es geschafft. Überlebenswahrscheinlichkeit extrem niedrig. Ich hänge immer gerne irgendwo fest, ne? Das ist immer saulos. Da ist ja ein Kampfroboter. Oh, Leute, also irgendein bist Kampfroboter, ne? Es sind noch zwei Commander, ne? Macht mir doch bitte das Leben jetzt nicht zur Hölle, danke. Das wäre wirklich schön für uns alle. Wenn wir da halbwegs. Hör mal auf mit. Ja, jetzt schießt einer auf mich und da. Er hat den Flammenwerfer in der Hand. Niemand. Übertraurig. Ja. Sechs auf ihn. Er wechselt auch nicht auf den Commander, sondern auf alles drumherum. Super. Saugeile Idee. Danke sehr. Danke.
Wenn ich aber warte, wie kommt er dann? Werden jetzt kommt jetzt jeder andere oder der Ding, wie heißt Commander? Ich häng wieder fest irgendwie? Nee, doch nicht. Hallo, warte mal, stehen jetzt. Und wieso habe ich jetzt keine Energie, obwohl ich gegen ihn kämpfe? Habe ich ihn gerade getötet? Nein, habe ich nicht. F5. Zurück. Shit. Weil ich festhänge. Ja, weil ich nicht trinken kann, weil ich... Ein, ja. Ja, ich kann wohl hier trinken, ist doch. Ey, das ist doch... Jetzt trink doch! Darf ich... Oh. Wieso hat das Trinken einen Cooldown? Also, ganz ehrlich, was? Ach, er hat die Flammenwerfer. Ich weiß nicht, ernst. Es ist natürlich, es ist... Kann ich bitte heulen gehen? Ganz ehrlich, ich hab keine... Ey, das ist so... Es ist doch nicht mal... Das ist nicht mal spaßig, Leute! Es ist doch nur noch nervig, ey, ohne Witz. Kann das nicht einfach aufhören? Ich hab da echt keinen Bock mehr drauf. Tut mir so leid. Ich will auch nicht die ganze Zeit, dass ich keinen Bock mehr habe, weil ich habe einfach keinen Bock mehr. Ganz heftig. Es ist einfach eine Tatsache, dass ich auf so einen Mist gar keine Lust mehr habe. Und ganz ehrlich, bin ich so froh, wenn er... Ja... Ich habe auch nie... Ich habe nur Abwegrollen gedrückt, ne? Ignoriere das bitte. Du beschissenes Kampfsystem. Ja. Also ich muss den dreimal drücken. Dann wär, ja, und dann schießt er natürlich, klar. Sehr schön. Ich kann mal so nicht gegen ihn ran. Ich habe keine Lust. Ich habe, hallo, ich drücke die ganze Zeit sprinten, ja. Wie lange? Ja. Natürlich, daran stirbst du. Halb. Ich glaube, kleine wollte ich mal kaufen, oder? Ich hab's ja jetzt. Ja, das war ein Witz, ne? War ein guter Witz, ne? Ja, bitte schieß auf mich. Danke. Danke, sehr hilfreich. Fick dich, Junge. Fick dich, Game. Ja. Danke. Tschüss. Gott, du warst nicht gemeint. Fick dich, Spiel. Fick dich einfach ins Knie. Wieso kann man bei leicht die eigentlich einfach teleporten? Geht das vielleicht? Aber leicht geht das wohl. Achso. Er kommt mit. Das Ding kommt aber mal eiskalt mit, Alter. Ja, komm. Komm. Wie viel Zeit? Achso. Doch nicht. Fuck. Okay. Tschüss. Wir haben ihn. Oh nein, wir haben nicht gelootet. Nein. Warte. Halt noch kurz durch, bitte. Wo ist er? Ja, muss man nicht wie gegen Pöbeln, danke. Oh ja. Dann zählt das nicht. Warum auch immer. Ja, ich jetzt mal, damit ich die Blumen bekriege. Ja gut, also wenn ich mal finde, gibt es dafür eine gute Belohnung. Als ein. Ja gut, da kommt er natürlich mit her und wird gleich wieder auf mich schießen. Es ist. Ja, also ganz ehrlich. Wir machen nicht mal was Spannendes. Das ist das Traurige daran. Es ist nicht mal besonders spannend. Wenn das sind. Das sind irgendwie. Oder warum hat man sich nicht für einen krassen Commander entschieden? Oder irgendwie sowas, oder? Also es ist einfach. Von der Seite. Von hinten, oder wie? Hör auf. Hör doch mal auf, Junge! Ist doch gut jetzt, Mensch. Ja, jetzt sterbt gleich wieder. Natürlich, weil die alle auf mich schießen. Weil das nicht immer fairer wird. Immer fairer, bloß immer fairer. Oh, da läuft die Kampf. Mistding da wieder hinter mir her.
Wie sonst auch. Und dann, oh, zum Glück, der letzte Commander. Ich könnte so, oh. Das Wort Commander einmal lese, Alter. Oh. Er hat nachgelassen. Wir haben's. Der Commander ist weg. Fehlt noch ein Commander. Ich meine, es ist. Ja. Boah. Ey. Das ist Commander, Commander, Gedöns. Okay, 4 sollte eigentlich noch reichen. Eispreis, hier waren keine, ne? Überlebenswahrscheinlichkeit. Ja gut, eine Drohne zähle ich jetzt nicht dazu. Warte mal. Hau die Drohne mal weg. Überlegen wir mal, wie wir gut rauskommen, ohne dass wir jetzt das halbe Wachpersonal auf dem. Ah. Ich glaube, gut rauskommen wird schwer. Man kann ja, wenn die Musik jetzt wieder lauter wird, diese Kampfmusik. Allein dahinter ist dann gleich wieder ein Kämpfer, ne? Ein Kampfding. Warum? Warum? Als ob das Spiel gar nicht will, dass man es irgendwie. Ja, ich leider schafft. Ohne da. Ich muss es versuchen, ohne da aufzuwecken. Kampf. Er ist natürlich in der Mitte. Der tot? Nee. Gelacht. Ja klar, es ist so geil. Es macht richtig Spaß. Das ist sogar geil, ist ja wohl erledigt, ne? Aber ja. Und hier schaue ich die jetzt alle auf, man kommt da nicht mehr ran. Oh, ein großes Viech da hinten. Kommt mal mit. Hi. Hey, du da, hilf mir. Hi. Hey. Du Riese. Hallo. Genau. Ja, den. Er übernimmt den größten, den der. Ja, gut. Wenn ich ihn nur jetzt übernommen hast, gar keinen. Oh. Danke. Oh Gott, sehr gut. Also, soll er einen Commander übernommen oder wie? Oh, der hat einen Commander gekillt. Sehr gut. Na gut, auf seinen Elex scheiße ich jetzt, sind ehrlich. Das sind ja nur 110 Elex, glaube ich. Wir haben das meiste immer mitgenommen. Weil er relativ immer gut dabei. Das ist eine Drohne, die wird gleich wieder auf mich schießen. Hallo, ja, geil. Oh Gott, da kommen wir nicht raus. Oh Gott, das ist ja Richtung. Richtung noch mehr als. Na gut. Wir hinten in Stelle? Lässt mich ja nur, ja. Schlechter Zeitpunkt. Warum? Also komm auf mich zu, also. Ja. Egal. Die zwei Eisschnäbel können wir kurz pickeln. Sehr schön.
Und abhauen. Oh Gott. Sehr gut. Geil. Haben wir es geschafft für heute, ne? Ja, dann haben wir es heute geschafft. Die Commander sind erledigt. Oh, Leute, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben es. Oh Gott. Endlich. Gut, Geduld, der Eispalast. Hm? Gut, also das bist du auch nochmal mit den Kaya, ne? Oh, ja. Na gut, können wir das nächste Folge machen. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich werde das mal wieder, 70 Kaya. Und ich danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's ja weiter. Vielen Dank. Haut rein. Euer Pirate. Tschüssi. Bis zur nächsten Folge. Ciao.